The stage is yours. Und dort glänzen die Debütanten der Tanzschule Sandner. 12 Wochen lang wurde dafür trainiert, für die Eröffnung des eigenen Debütantenballs. Und wenn dann alle Blicke auf einen gerichtet sind, bewirkt das Aufregung, Stolz und Freude gleichermaßen. Und gemeistert haben sie es alle bravourös. Es ist ein einzigartiges Erlebnis und wenn man es dann geschafft hat, hoffentlich fehlerfrei, dann den Applaus erlebt, das ist wirklich toll. Ja, man ist ein bisschen nervös, aber nach einer Zeit geht es eigentlich voll. Also, dann kann man die Choreo wieder, also dann kommt es wieder langsam wieder ins Gehirn und dann geht es eigentlich voll. Das war legendär, das war echt geil und das war ein richtig geiles Gefühl, muss ich sagen. Ich war zuerst ein bisschen nervös, aber man gewohnt sich voll schnell dran, dann macht es voll Spaß. Ziemlich spannend, also ein bisschen nervös, aber hat ganz gut gepasst. Ausgezeichnet, alles super gepasst. Wir haben sehr hart trainiert, aber der Christoph und die Maria sind super Lehrer. Es ist natürlich ein bisschen Erleichterung dabei, wenn das so gut geht wie heuer. Es ist ja für uns ein ganz besonderes Jahr, weil wir nächstes Jahr sozusagen 2019 im Februar die komplette Choreografie für den Wiener Opernball machen. Jetzt war der Druck natürlich heuer sehr groß. Nicht nur für die Debütanten und Lehrer ist der Ballabend aufregend. Auch die stolzen Eltern genießen diesen Abend in vollen Zügen und geben beim gemeinsamen Eltern-Kind-Tanz ihr Bestes. Da bin ich richtig stolzer Vater. Die Marie ist jetzt 15 und der Tanzkurs ist so der Beginn vom Erwachsenenleben. Und das haben sie richtig krass gemacht und sie war mit meinem Walzerkönnen nicht ganz zufrieden. Jetzt habe ich mit der Maria schon gesprochen. Ich glaube, ich werde Nachhilfe brauchen. Das kannst du dir vorstellen. Der Papa natürlich bald erwachsen, aber weiter. Kommt man wieder drauf an, wohin. Ganz prächtig. Natürlich, der Debütantenball gehört dazu und es ist ja schon gesagt worden, das ist der Beginn in das gesellschaftliche Leben. Da ist man natürlich stolz, dass der älteste Sohn heute schon auf dem Parkett war. Ja, die Kinder werden erwachsen und das wird vielen beim Debütantenball bewusst. Denn gerade in dieser Zeit durchleben die Jugendlichen eine enorme Entwicklung. Es ist wirklich ein Freund, sage ich mal, zum Zuschauen. Es ist allgemein Entwicklung, sie prächtig, wenn man es am Anfang sieht. Tanzkurs, wo sie dann, sage ich mal, eher schüchtern sind und wie sie sich bis zum Ende vom Debütantenball wirklich zu erwachsenen Persönlichkeiten entwickeln. Und das ist echt schön zum Anschauen. Die Ladies und Gentlemen haben also viel gelernt in den 12 Wochen Tanzkurs. Vor allem aber das Tanzen. Sowohl klassisch als auch modern, wie man bei der Mitternachtseinlage sieht. Das Um und Auf beim Tanzen ist der Partner. Ursprünglich Aufgabe des Mannes, eine Dame zum Tanz zu bitten. Heutzutage setzt sich aber die Damenwahl immer mehr durch. Ich darf zwar jetzt gern sagen, das sind die Burschen, aber ich muss ehrlich sein, die Mädels helfen hin und wieder ein bisschen nach. Also ich bin gleich mal gefragt worden, mir ist gut gegangen.
Ich habe mich nicht lang stressen müssen, um meine Dame. Also am Anfang war ich ein wenig schüchtern, aber nach der Zeit hat das schon ganz hingehört. Also da habe ich auch manchmal Mama gefragt. Außerdem kriegt jeder einen Tanzpartner, also da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Ja, stimmt. Ja, die ersten Stunden tanzt man halt mal mit jedem, aber man lernt sich so ein bisschen kennen untereinander und findet man recht schnell wen. Egal also, ob Mann oder Frau, beim Auffordern darf jeder die Initiative ergreifen. Wichtig ist es dabei nur, den einen oder anderen Tanzschritt zu beherrschen. Es ist absolut wichtig, dass ein Mann einen Grundschritt kann. Das sieht man genau bei meinem Beispiel. Ohne Dancing Stars hätte ich so eine Frau, so eine Lady nie kennengelernt. Also wirklich danke noch einmal. Ja, im Tanzkurs sollte man auf jeden Fall einmal sein. Gewisse Sachen verlernt man wieder, aber in Walzer und in Cha-Cha-Cha, den sollte man schon kennen. Also gewisse Tanzschritte sollte man schon kennen, weil es super ist eigentlich. Im Walzer. Vor allem es ist auch lustig, ja. So in Walzer oder in Cha-Cha-Cha sollte man so kennen, ja. Kann man erst einmal tanzen, ist man infiziert. Dann lässt einen das Tanzfieber nicht mehr los. Denn nach dem Debütantenkurs ist noch lange nicht Schluss. Man lernt neue Tänze und Figuren. Und einige der Debütanten aus den Vorjahren zeigten heuer bereits zur Mitternacht eine Show-Einlage. Die Stimmung ist heute wieder mal sensationell. Es macht eine riesengroße Freude, wenn man das tanzbegeisterte Publikum, die tanzbegeisterten Eltern und vor allem die tanzbegeisterten Debütantinnen und Debütanten sieht, wie sie das Tanzbein schwingen und wie sie den Abend genießen. Und wir versuchen natürlich jedes Jahr, dass wir dem Ball wieder ein bisschen einen neuen Esprit geben, ein bisschen einen neuen Flair, und das freut uns irrsinnig, dass das so großen Anklang findet. Das kommt tatsächlich an, denn zum dritten Mal in Folge ist der Debütantenball der Tanzschule Sandner ausverkauft und die Stimmung am Kochen.